Hallo Freunde, willkommen zur nächsten Folge von The Invincible. Wir sind im Biolab, haben wir zuletzt aufgehört und da sind wir jetzt auch. They had the opportunity to study organisms preserved in the ocean. Oh, was war das? Tatsächlich ein Bug. Wow. They found the same species of fish. Did they confirm the similarity to those on Earth? Yes. Lots of similarities. Apart from one. I've never seen anything like this. They discovered a new organ. Even managed to run some tests already. According to their conclusions. Yes? It detects electromagnetic waves. That's why those fish were swimming away from our probe. In other words, they've come across probes or something similar before. Something that threatened them. Kugasa. In order to develop such an organ, they must have had a strong external stimulus. They detect the waves to survive. Interessant. It started rotting. It? The fish. In a bacteria-free environment? How so? All living organisms serve as breeding grounds for bacteria. And there were both fish and humans in here. Also wenn sie ein Organ dafür entwickelt haben, dann dürfte das bedeuten, dass die Evolution hier schon sehr lange dieser Geschichte ausgesetzt ist. No longer alive. Hast du den mitgenommen? Ja, ich glaube schon. Sie hat es einfach eingesteckt. Okay. Einen Fisch nehmen wir also mit. Okay. Wieso auch nicht? Ich habe mich gerade erschrocken, aber der ist ja aus. The scientists excavated some animal remains and reconstructed their hypothetical appearance. I found similar remains underground. Right after finding Gorski. I wasn't sure if it was my imagination or not. Now there's no doubt. So long, long ago, reptilian organisms roamed the surface of Regis 3. I could spend all day here if... well, if I could. I'm not surprised, Doctor. Ja, ich bin auch nicht überrascht. Sie ist ja Biologin. Kein Wunder, dass sie am liebsten hier sofort anfangen würde, Experimente anzustellen bzw. weitere Untersuchungen. Still, nothing. Looks like a geology lab. One of these diagrams shows a geological cross-section. As suspected, it's all metal below the surface, of relatively thin layers of rock. But compared to the rest of the continent, the deposits in this region are significantly younger. Alles darunter ist Metall. Der ganze Planet oder was am Ende? Der ganze Planet ist eine riesige, ein Todesstern. Oder was? Oder was geht hier ab? The range of their ground measurements covers a much wider area. To my eye, it seems they use advanced sonar. What they dug up here stretches for tens of kilometers. What do you mean? What's in the ground, Doctor? Metal deposits. Those structures. We still don't know where they came from. In such a peculiar form. Oh, guck mal hier. They conducted a soil survey 500 meters deep. Well, that's a big piece of history, so to speak. What did they find? Millions of years ago, life was abundant on the planet. That would match our assumptions. Yeah. Subdelta 92 class planets have very favorable conditions for the development of a biosphere. So what happened? Did they draw any conclusions? According to them, the extinction of life was caused by a supernova explosion. Hmm.
But ground activity does not indicate... It happened long ago. Longer than we anticipated. They've dated this event to 10 million years ago. Only this one? The supposed end of Lyran civilization? Well, that's never been proven. There was practically no trace of them. All right. What happened after? Life was slowly recovering, but never returned to the pre-supernova peak. Not enough time? No. At first, it developed quickly, but then slowed down and declined. Because... another disaster? Astrogator, the change in the biosphere development curve coincides with the occurrence of ferruginous clays. This whole metal contraption, do I understand correctly? Yes. I don't know what that has to do with it, though. Metals are really not that dangerous. The radioactive deposits marked here are not a definitive obstacle for life, either. The biosphere has the ability to perfectly adapt, develop defense mechanisms, and fight back effectively. Well, unless the planet is hit by a supernova wave. Yes. Such sudden events leave no time for adaptation. Even if we assume that these metals were lethal to organic life, that extinction shouldn't last forever. And yet, life never again developed beyond the waters. Does this mean another dominator has appeared on the land? Or one that leaves no trace behind? Therein lies the rub. The Alliance have conducted a great deal of research. That they haven't found a logical explanation for this phenomenon is, to put it mildly, disturbing. Clearly, we're dealing with something beyond our comprehension. And I mean human comprehension in general. Ja, das klingt echt beunruhigend. Da gibt es noch eine große Überraschung. Unbelievable. Not only do we know nothing about their origin, but the arrangement of these deposits is sort of puzzling. A ring system with a distinct center. The center of it is in... under the city. Huh. The one I escaped from. So their presence there had nothing to do with us? Looks like it. Did they determine the entity's function? Origin? Anything? Well, it's hard to say. There's nothing here about it. This base stands on the outer ring. Ja, ich glaube, wir haben alles. Auch eine Menge Input, muss ich schon sagen. Nur die Frage, wo die alle hin sind. Sieht bedrohlich aus, wenn das Ding direkt in meine Richtung guckt. Guck bitte nicht direkt in meine Richtung, ey. So, die haben wir gelandet oder zum Landen gebracht. First images from this area. If it's been flying long enough. Jetzt ist spannend. It may store important information. Jetzt wird spannend. Zeit. Koordinaten. Da unten haben wir wieder interessante Werte mit dem Elektromagnetismus oder Elektromagnetismus wahrscheinlich und Radioaktivität und so weiter. Sieht alles ganz normal aus. Pressur ist ganz normal. Da werde ich jetzt mal ein Auge drauf halten. Neu, es gibt Fotos von meiner Ankunft. Unfortunately, apart from my arrival, the probe didn't record much. So it's been flying only recently? I think so. Das ist schade. Mit der alten kann man da nichts. Nee, leider nicht. Schade. Mehr. Oh, der ist stehen geblieben. Der ist auch defekt.
the silhouette I saw? Yes? It's just a robot. Aber in seiner Funktion eingefroren. Ja, wir könnten jetzt direkt weiterfahren, das haben wir ja geklärt. Wir haben ein Schild abgeschaltet. Und ich glaube, den hatten wir hier auch schon komplett. Den habe ich mir auch schon komplett angesehen. Den komme ich gar nicht daran da oben. Egal. Ne, hier gibt's nichts weiter. Kein Reinkommen, kein Raufkommen. Okay. Sieht ganz so aus, als wäre ich hier durch. Folge dem Konvoi. Okay, das wird bestimmt eine spannende Fahrt. Okay, Jesna, dann wollen wir mal los. Kannst du da runterfahren? Auf geht's. Schön mit der Ruhe. Ich glaube, an dem Ding können wir weiter nichts machen. Diesen imposanten Schildgenerator. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich schaue mir kurz an. Ne, so viel Zeit muss sein. Ich muss mal einen Blick drauf werfen. Aber es sieht aus, als könnte ich hier nichts machen. Es sieht echt total nach 60er Jahre Futurismus aus. Aber cool. Er hat total Ähnlichkeit mit Fallout. Wir schauen auf die Karte. Sieht ganz so aus, als würden wir jetzt Konvoi. Folge dem Konvoi der Allianz. Warte mal. Können wir auch erst hier hinfahren? Kommandoeinheit? Konvoiweg? Oder sind wir. Ne, wir sind von hier gekommen, ne? Ja, ich glaube schon. Also, das ist ja interessant. Ich glaube, ich wurde hier gebremst. Muss da lang. Ups, da waren wir schon. Doch, hier geht's lang. Richtig? Richtig. Okay. Klar, jetzt noch. I'm leaving the base. Going after the convoy. Sun, time to let the night in. For my legs are heavy and field is not inviting. Legs become too heavy, hands become too weary. Down you go, oh bright sun. Night is not that scary.
hide behind the dark woods while we're running barefoot. Wird Neugier bezahlt oder wird sie bestraft? Bin ja ein bisschen neugierig, ne? Ja, man hat ja alle Zeit der Welt, würde ich sagen, oder? Scheint nur eine Sackgasse zu sein. Gut, dass es keine Außenansicht gibt. Ich glaube, es würde tatsächlich so aussehen, als würde dieser Wagen einfach nur über alles drüber herfliegen. Vielleicht besser gespart. Fahren wir mal eben da vorbei. Der gehört doch noch zum Konvoi, oder? Ah, der wurde hier abgestellt, außerhalb des eigentlichen Pfads. I've driven into a side location. They were very active here too. Die Sonne sieht seltsam aus, ne? Die dreht sich auch komisch. Obtaining research material from the walls surrounding the valley. Cutting out blocks of rock. Are they performing geological research? Was hast du denn da entdeckt? Ein Robot. Huh? Where have you gone, buddy? Astrogator, one of the robots moved away from the perimeter. It stands all by itself. On a distant hill. It's active, I guess. Doesn't it know how to get back? Do you think it's worth investigating? I guess everything's worth investigating now. Ja, das denke ich auch. Deswegen bin ich auch so neugierig hier. Sieht man denn irgendwelche bestimmten... Ne, die Blocks sehen ganz durchschnittlich gleich aus. Keine geologischen Auffälligkeiten, würde ich jetzt sagen. Not necessarily. In these blocks there are inorganic objects. Solid, okay. Metal, sharp-edged lumps. The best place to stop. Erstmal gucken, ob wir da überhaupt irgendwie raufkommen. Das sieht aber nicht so aus. Ich zweifle, dass sie hier hochklettern kann. Ja, das ist nicht vorgesehen, oder? Doch, da war was.
klar. Scheint doch. Okay, das sieht nicht sauber aus, aber das wollen wir dem mal verzeihen. Jessen ist auf jeden Fall fit, wenn sie sich da überall ohne Probleme hochziehen kann, trotz Raumanzug. Attention. Human in danger. Attention. Help needed. Jemand braucht Hilfe. Ihr Roboter kann sprechen. The robots have a voice module. Interesting. Just because they speak doesn't mean you can have a conversation with them, Doctor. So it won't recognize my intentions. I rather doubt it. What is the robot saying? Attention, human in danger. We should check it, sir. I don't like it, but yes, we should. Robot, do you understand me? He's not responding. The robots are called Arctans. Ah. Wir versuchen mal 3. Arctan, I'm giving you instructions. Oh. Seems to have a different activation command than ours. Arctan, do you copy? I confirm. Over. Sounds like a conversation to me, Astrogator. Beschreib mir die Gefahr. Leite mich zum Ort der Gefahr. Letzteres? Arctan, tell me what the danger is. Attention. Human in danger. So much for the conversation. Arctan, go to Arctan. Lead to the human in danger. It worked. The robot moved. Aber mein Auto. Mist. Ich komme mir vor wie der Marsianer, so ein bisschen, ne? Außer, dass die Sonne ein bisschen zu rot ist. Und der Himmel zu blau. Aber die Oberfläche sieht schon so ein bisschen nach Mars aus. Flagge. I'm at the spot. Oh. Astrogator, we can't help this man anymore. He died a long time ago. Surprisingly long. Extrem lang sogar. Oh je. I found his journal. Anything of importance in there? Let's find out. Aufstehen. Eier mit Speck. Heute wurden wir vom Oberkommando für einen außenplanmäßigen Appell geweckt. Es ist mir zum größten Teil gelungen, der Rede des Astrogators aufmerksam zuzuhören. Unsere Pläne haben sich anscheinend geändert. Wir wollen jetzt auf einem Planeten namens Revis oder Rezis landen. Aber egal, was wollte ich eigentlich sagen? Eigentlich nur, dass sich die Heimreise noch etwas verschiebt. Danach fing der Astrogator an, etwas anderes zu erklären, aber mir knurrte der Magen und ich konnte nur noch an das Frühstück denken. Eier mit Speck. Dafür gebe ich nicht nur ein Königreich, sondern ein ganzes Sternsystem. Nicht vergessen Regis 3, der dicke Mechaniker, der einen prallen Heliumballon ähnelt und dessen Namen ich absichtlich vergessen habe, hat mir hinter vorgehaltener Hand verraten, dass unser Ziel ein Planet namens Regis ist, genauer gesagt Regis 3. Dritter Eintrag. 4 Tage vor der Landung. Ich wollte mich bei den Jungs im Kontrollraum einschleimen und habe das Thema der Landung auf Regis zur Sprache gebracht. Ich habe nur noch ihre Meinung gefragt, mehr nicht. Dafür habe ich eine volle Breitseite abbekommen.
Die schimpften wie die Rohrspatze über uns Mechaniker, als ob wir für alle Fehler verantwortlich sind, die je bei Kunderflügen aufgetreten sind. Vierter Eintrag, 3 Tage vor der Landung. Laut der Daten der Sonde ist Regis das reinste Ödland. Es überrascht mich also nicht, dass sich viele Freiwillige gemeldet haben, um den kaputten Antrieb zu reparieren. Zuallererst ist jeder Job besser, als mitten im Nirgendwo zu versauern. Außerdem hat man zumindest das Gefühl, nützlich zu sein, wenn man an etwas werkelt. Fünfter Eintrag, 2 Tage vor der Landung. Tja, ich bin nicht überrascht. Sie haben mich nicht in ihren ach so tollen Reparaturtrupp aufgenommen. Es wäre Zeitverschwendung, die Ausflüchte des Oberkommandos hier anzuführen. Sie wissen genau, was ich kann, aber trotzdem schicken sie mich nach Regis 3, um verdammte Sandkörner zu zählen. 1, 2, 1 Million, bla bla bla. Sechster Eintrag, 2 Tage vor der Landung. Sobald ich zurück bin, werde ich um eine Versetzung in eine andere Einheit bitten. Vielleicht irgendein kleineres Schiff. Ach egal. Die haben sowieso schon entschieden. Siebter Eintrag. 1 Tag vor der Landung. Sie haben Regis 3 überprüft. Der schlimmste Ort aller Zeiten für eine Pause. Dort ist nichts. Rein gar nichts. Wir werden aufpassen müssen, uns nicht aus Langeweile tot zu saufen. Unsere Leute waren verdutzt und sogar etwas überrascht. Sie haben sich zu einer Diskussion zurückgezogen. Okay. Achter Eintrag. Tag der Landung. Wir sind da. Das Oberkommando hat eine Nachricht an das Hauptquartier geschickt. Landung auf Regis 3 erforderlich. Wüstenplanet vom Typ Subdelta 92. Die Landung erfolgt anhand Landeprozedur Nummer 2 in Äquatornähe. Okay. Bis jetzt nichts Besonderes hier. Neunter Eintrag. Erster Tag auf Regis 3. Die Wissenschaftler sagen, dass die Atmosphäre des Planeten gut genug ist, dass man auch ohne Helm mehr oder minder problemlos atmen kann. Mehr oder minder? Aber das möglichst nicht zu lange, maximal ein paar Stunden, machen sollte. Aber wie viele Stunden genau? Wenn ich bei meiner Arbeit solche ungenauen Schätzungen vornehmen würde, wäre das ganze Schiff schon lange in seine Einzelteile zerfallen. Zehnter Eintrag. Dritter Tag auf Regis 3. Die Reparaturarbeiten ziehen sich hin. Deshalb haben die Wissenschaftler angefangen, im Boden nach interessanten Dingen zu bohren. Alle hier wollen sich eben nützlich fühlen und es kann uns ja auch niemand verbieten, nicht wahr? Elfter Eintrag. Fünfter Tag auf Regis. 2 unserer Leute haben sich heute über unsere Vorräte unterhalten. Der eine, der normalerweise immer Panik unter der Besatzung verbreitet, hat den anderen beruhigt. Ich habe daraus meine eigenen Schlüsse gezogen, die mich positiv stimmen. Wir haben definitiv ausreichend Wasser und Lebensmittel, um in dieser Einöde nicht zu verhungern. Ich schätze sogar, dass ich Regis 3 verlassen kann, bevor wir die Hälfte unserer Vorräte verbraucht haben. Tja, wie wir wissen, ging das wohl irgendwie schief. Zwölfter Eintrag, ein weiterer Tag auf Regis 3. Früher gab es hier Leben, nun jedoch nicht mehr. Die Bohrungen waren erfolgreich, die Wissenschaftler haben Überreste von Tieren gefunden. Endlich wird es hier interessant. Wahrscheinlich von Reptilien, deren Knochen unsere Besatzung vor vielen Rätseln stellt. Außerdem scheint die Strahlung an manchen Orten sehr hoch zu sein. Die Wissenschaftler wissen nicht warum, weshalb alle sehr angespannt sind. Ja, es wird spannender. 13. Eintrag und noch ein weiterer Tag auf Regis 3. Was löschte das Leben auf Regis aus? Die Leute mit den Theorien und Hypothesen erzählen uns Kesselflickern normalerweise wenig, aber wir stellen auch meistens keine Fragen, weil uns ihre Arbeit sowieso nicht die Bohne interessiert. Heute warten wir jedoch alle gemeinsam auf die Rückkehr des Konvois, der heute Morgen aufgebrochen ist, weil wir hoffen, dass sie Antworten im Gepäck haben. 14. Eintrag. Wir warten. Bis jetzt immer noch vergeblich. Unser Biologe, ein sehr sachlicher und freundlicher Mann, ist Teil des Konvois. Ich bin mit ihm sogar per Du und weiß, dass er einen Hund namens Pegasus hat. Er begegnet allen und jedem mit unglaublich viel, wie soll ich es nennen, Sympathie? Empathie? 15. Eintrag. Stille auf Regis 3. Scheiße. Verdammte Scheiße. Nichts als Stille. Die einzige Ausnahme war ein verdammter Aktan, der mitten in der Nacht ein Geräusch machte, wodurch wir alle aus dem Schlaf schreckten. Ich wollte ihn am liebsten in seinen Metallhintern treten,
Dann wurde mir aber klar, dass das genauso töricht wäre, wie einen Regenschauer anzupeitschen oder sich über die Schwerkraft aufzuregen. 16. Eintrag auf Regis 3. Stille, Stille, Stille. Oder verheimlichen Sie mir vielleicht etwas? Ich werde nach meiner Rückkehr auf jeden Fall eine Versetzung beantragen. Einen Brief und eine Briefmarke. Dann können mich alle kreuzweise. 17. Eintrag. 14. Tag auf Regis 3. Warum bin ich überhaupt hier? Warum habe ich je einen Fuß auf diesen verdammten Planeten gesetzt? Ach ja, weil es mein Job ist, Befehle zu befolgen, ohne sie zu hinterfragen. Und weil wir alle einen fürchterlichen Tod finden würden, wenn ich beispielsweise nicht überprüfe, ob alle Lavaldüsen, richtig befestigt wurden. Achtzehnter Eintrag, 16. Tag auf Regis 3. Sie haben sich endlich gemeldet. Das Oberkommando hat bereits allen, einschließlich mir, mitgeteilt, dass auf diesem Planeten irgendetwas nicht stimmt. Und dass wir es genau untersuchen müssen. Das hat mir gerade noch gefehlt. Verdammt nochmal. Sie wollen das Team, das Sie zum Wasser geschickt hatten, an einem anderen Ort verlegen. Für mich steht deshalb morgen eine weitere Tour an. Das Team will nämlich eine Menge schweres Gerät mitnehmen. Und hat urplötzlich erkannt, dass sie dann auch einen anständigen Mechaniker brauchen. 19. Eintrag, 16. Tag auf Regis 3 nachmittags. Befehl ist Befehl. Sie haben es gesagt, oder Sie haben gesagt, dass ich mitfliegen muss. Aber will ich das auch? Ja, das will ich. 20. Eintrag, 18. Tag auf Regis 3. Die Untertasse ist gestern abgestürzt. Wie es aussieht, habe ich mich dabei schwer verletzt. Meine verdammte Ausrüstung ist im Eimer und ich habe keine Möglichkeit, ein Notsignal abzusenden. Mir ist verdammt heiß. Ich schreibe dies um. Oh, jetzt geht's wohl. Jetzt hat er ein Problem und zwar ein heftiges. 21. Eintrag. Was weiß ich, wie viel der Tag auf Regis 3? Für wen schreibe ich das hier alles eigentlich auf? Oh je, jetzt wird's bitter. 22. Eintrag, 3. Tag nach dem Unfall. Sie suchen nach mir, meine Leute suchen nach mir. Ich bin Teil der Besatzung und keine Besatzung lässt je ein Besatzungsmitglied zurück. Es wird nicht leicht für Sie, mich zu finden, da die Kommunikationskanäle oft gestört sind. Sie suchen die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen, nur dass der Heuhaufen die ganze Zeit rauscht und fiebt. Aber Sie haben mir versprochen, nach mir zu suchen. 23. Eintrag, 4. Tag nach dem Unfall. Ich kann nicht mehr länger herumsitzen und auf den Tod warten. Ich muss von hier verschwinden. Ich habe einen Freund gefunden. Nun ja, er hat mich gefunden. Er wird mir helfen. Ich weiß nicht, ob ich es überleben werde, aber ich muss es zumindest versuchen. Okay, wer ist denn dieser Freund dann? Hm? Auch ein imaginärer Freund, so wie ich mit dem Doktor so und so. Wie Jessna mit dem Doktor so und so. 24. Eintrag. 6. Tag nach dem Unfall. Ich habe mich hingelegt. Ich bin erschöpft und rede mit einem Roboter. Nein, ich meinte natürlich, ich ruhe mich aus und spreche mit einem Freund. Das ist der Freund. Selbstmotivation, so wie sie es uns beigebracht haben. Okay. Oh, 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 der arme Kerl. Ups. 25. Eintrag, ein weiterer Tag auf Regis 3. Mein Freund und ich schlagen uns auf Regis wacker? Da fehlt wohl ein Wort. Auch wenn wir durch mein gebrochenes Bein, oh, das ist die Verletzung, nur langsam vorankommen. Gebrochenes Bein ist natürlich heftig. Heute haben wir aber zum Beispiel herausgefunden, dass ausgedientes Militärgerät noch unglaublich nützlich sein kann. Ein Antimed erwies sich während eines nächtlichen Sturms nämlich als hervorragender Unterschlupf. 26. Eintrag und noch ein weiterer Tag auf Regis 3. Der Mensch passt sich überraschend schnell an veränderten Bedingungen an. Ich habe es jetzt selbst und glaube nun sogar, dass es unser größter evolutionärer Vorteil ist. Wenn die Wissenschaftler mich jetzt sehen könnten, würden sie mir bestimmt sogar applaudieren. Schmerz, Leid, Schwierigkeiten, körperliche Beeinträchtigungen, Krieg, Katastrophen, ja selbst das Geschwänz des Todes.
womit wir auch konfrontiert werden. Zuerst reagieren wir verängstigt, brechen vielleicht sogar zusammen, aber bevor wir uns versehen, haben wir uns dran gewöhnt. 27. Eintrag, Regis 3. Ich werde hier sterben. Das bedeutet nicht, dass ich aufgegeben oder die Hoffnung verloren habe. Ich bin einfach nur realistisch, was meine Situation angeht. Ich kann diesen Ort keinen Vorwurf machen. Niemand hat uns hierher eingeladen. Oh, der tut mir jetzt schon leid, der Typ. Ups, das war zu voreilig. 28. Eintrag, hier auf Regis 3. Vor ein paar Tagen habe ich Geräusche gehört, die auf ein irrsinniges Gefecht hinweisen. Zumindest glaube ich das. In weiter Ferne hörte ich Explosionen, ein deutliches Anzeichen dafür, dass unsere Leute hier sind. Wir haben das Auge des Orkans erreicht und uns entschlossen, mit Kanonen darauf zu schießen. 29. Eintrag. Der Beste seines Fachs. Ich schätze, wenn man mir ein zweites Leben gewähren würde, oder auch nur etwas mehr Zeit, dann würde ich Dinge reparieren, aber keine Raketen oder Waffen. Ich würde mit meinem Freund aus Blech alles reparieren, was durch meinen Fehler oder die Fehler anderer kaputt gegangen ist. Vielleicht wäre unsere Welt dann ein besserer Ort. Dann wäre ich ein wirklich guter Mechaniker. Der arme Kerl, ey. 30. Eintrag, irgendwo auf Regis 3. Hypothesen, Meinungen, Fragen. Viel mehr ist von den Menschen, die ich kannte, nicht mehr übrig. Die Überreste ihrer Schlussfolgerung und ein paar ihrer Kritzeleien liegen im Sand verstreut, genau wie sie. Ich habe nicht die Kraft, noch heute alles aufzusammeln. Oh, er hat wahrscheinlich das Gefecht gefunden, wo die Schlacht stattfand. Ach ja, scheiße, die Wand dann, ey. Boah, ganz schön langes Tagebuch hier. 31. Eintrag, der Tod. Der dicke Techniker, der einen prallen Heliumballon ähnelte und dessen Namen ich absichtlich vergessen habe, liegt jetzt ein paar Meter von mir entfernt. Er sieht jetzt kleiner aus, als ob er geschrumpft ist und verkohlt und ist verkohlt. Ich starre auf den kleinen, verschrumpelten Leichnam und versuche, darin meinen Kameraden wiederzuerkennen. Gott. Ich versuche wirklich, mich an seinen Namen zu erinnern. Aber er fällt mir einfach nicht mehr ein. 32. Eintrag. Ist es Diebstahl? Mein Freund und ich haben heute noch mehr Leichen gefunden. Ich habe die Taschen meiner früheren Kameraden durchsucht und mich dabei vor mir selbst geekelt. Aber selbst an derart abscheulichen Dingen kann man sich anscheinend gewöhnen. 33. Eintrag. Regis 3. Ich weiß nicht, welcher Tag es ist. Durch Kopfschmerzen und Übelkeit habe ich heute Nacht kein Auge zugemacht. Mein Freund hat die Notizen der Wissenschaftler zusammengetragen. Ich hoffe wirklich, dass man uns findet, bevor von uns auch nur noch ein paar Knochen und abgenagte Seifenreste übrig sind. Ach du Scheiße. Er ist verhungert, hä? Ach, der arme Kerl, ey. Furchtbar. 34. Eintrag. Ein Überlebender. Der Biologe, mit dem ich per Du bin, ist nicht unter den Leichen, die mein Freund und ich gefunden haben. Das freut mich. Ich wette, sein Hund Pegasus wird sich auch sehr freuen, wenn er sein Herrchen irgendwann endlich wieder sieht. 35. Eintrag. Wir sind schuld, sonst niemand. Jetzt geht's zu Ende, oder? 36. Eintrag. Eine heiße Mahlzeit. Die erste seit Wochen. Ich habe in einer vom Sturm beschädigten Hütte Eier mit Speck gefunden. Spiegeleier mit Speck? Jetzt kann ich glücklich sterben. Nicht, dass ich das möchte, auch wenn ich komplett erschöpft bin, aber ich könnte es. 37. Eintrag, Kontakt. Wir haben wieder Hoffnung. Wir haben Kontakt hergestellt. Ein anderes Besatzungsmitglied, ein Mechanikerkollege, ist noch im Leben und in Sicherheit. Er hat vor, uns von hier wegzubringen. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat er eine Art Unterschlupf gebaut oder gefunden. Ich weiß nicht, ob es meinem Freund gelingen wird, mich dorthin zu bringen. Er hat selbst ein paar kleinere Reparaturen nötig. Unsere Reise hat auch ihm zugesetzt. Sonne und Sand haben sich in sein Metall gefressen. Ich werde mich um ihn kümmern, sobald wir in Sicherheit sind. Wir werden den Versuch wagen. Das war's. Der Versuch ist nach hinten losgegangen. Das war's. Some personal notes. Nothing useful to us.
Das war sein treuer Freund. Hast du irgendwie Notizen oder sowas noch dabei? In deinem Gepäck, in deinem Rucksack oder sowas? Hinten im Rücken verstaut? Ja. Brenda. Die Notizen stammen wohl von einer Frau. Gwenda klingt weiblich. Aber ich mag mich irren. Ja, ich würde sagen, das war eine traurige Geschichte. Oh, sieh mal an, wir haben seinen Unterschlupf gefunden. Dämliche Sandwolke hier. Kann den Antimed nur sehen, aber wegen dem hier Sandsturm nicht alles. Vielleicht, wenn ich weiter außen rumlaufe. Ein Stritt noch, dann gibt es vielleicht eine bessere Sicht. Aber es ändert nichts. Ne, hier gibt es sonst nichts. Ja, super. Der Himmel ist ganz schön rot geworden. Von blau nach rot. Ich denke, ich kann wieder gehen. Hier gibt es sonst nichts. Und er bleibt hier ewig stehen. Ernüchternd. Das war nicht nur persönliche Information. Eigentlich wissen wir jetzt, dass die ganze Crew der Allianz da wahrscheinlich irgendwie in einer Schlacht gefallen ist. Oder der Großteil. Oder jedenfalls ein bestimmter Teil davon. Alle tot. Ich hoffe mal, dass ich mit meinem Rover da entlang fahren kann. Ich wollte gerade sagen, hier hat mir noch keiner geklaut. Das Gute, wenn man auf einer Einöde ist, wo niemand anders ist, es klaut dir niemand das Auto, ne? Jetzt sein Zeug einfach irgendwo rumliegen lassen, ist egal. Ja, die Folge war durch das Tagebuch ziemlich lang. Oder ist, glaube ich, ziemlich lang geworden. Oh, das ist die Untertasse. Cool. Mag diesen alten retrofuturistischen Style. Das ist sein Raumschiff oder sein Fluggerät gewesen. I found a flying saucer. It landed near the excavation site. Don't risk trying to fly it, Jasna. Nothing guarantees it works. I didn't even. Contrary to what you believe, sir, I don't have a death wish. Das Ding ist abgestürzt, aber vielleicht gibt es noch Notizen da drin. Ja, genau. Dankeschön, dass du da aufkletterst. Der stylisch. Cooles Teil. Auf jeden Fall. Cooles Ding. Oh oh, ups. Ich hatte gerade Angst vor Fallschaden. Wie cool. Ich bin die alten anderen Games alle so gewöhnt. Gibt's hier sonst nichts? Schade. Je mehr Input, desto besser. Oh, der hinterlässt gar keine Reifenspuren, der Rover. Mann.
Oh, schade. Hier ist eine Sackgasse? Ne, hier geht's noch weiter, ne? Mal. Da muss noch mehr sein. Das war doch gerade, als ich gerade bei dem Typen war, war doch noch ein Weg weiter rum, ne? Vielleicht habe ich was übersehen. Das schaue ich mir mal eben an. Das kann ich ja rausschneiden. Sieht wie eine Sackgasse aus, oder? Ne, da öffnet sich ein Spalt. Ja, das nenne ich mal schweres Gerät. Was? Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Wieso ist da ein Rover? Das ist jetzt mein Rover? Wieso habe ich das Ding gerade nicht gesehen? Blind gewesen? Hier ist noch eine Fahne. Sonst aber nichts. Sonst ist hier gar nichts. Hier ist Ende. Hier geht es auch nicht weiter. Okay. Well, I've got to the place where they were digging. It's hard to miss. They set up a huge machine at the center. It must weigh hundreds of... No, thousands of tons. The ship that brought all of this must be... Gigantic, yes. The Invincible surpasses any of our units, even the largest orbital stations. My opinion, it's a bit excessive. Gives me the chills just knowing it's not far from here. Well, maybe you won't have to see it at all. Interesting. They found a sizable object deep underground. Stands out from the rest. It's not a part of the structures, but rather an independent, autonomous machine. Also metal? Yes. So, a robot? Or something else that finally looks familiar? Well, it looks a lot more like a robot than the other structures. Ja, ich glaube, das war ein Point of No Return. Das heißt, zu dem alten Rover kommen wir nicht mehr zurück, oder? Na, egal. Wir haben ja da unten einen neuen stehen. Wahrscheinlich wären wir sowieso hier hingekommen. The excavator has a massive work area. They had photos of the site in the database, taken before they started digging. It's unrecognizable. Inside, there's a structure. Yes. A metal one, similar to the ones on the surface. But these are completely hidden underground. According to the schemes from the geological unit,
Metal can be found in every part of this area. Der ganze Planet ist damit durchzogen. Ich habe echt das Gefühl, dass das hier ja, ist das ein Teil. Aber sowas kennen wir in Deutschland. Die Dinger bauen wir ja auch. Nur für Kohle und nicht für sowas hier. Sieht unnötig schwer aus, ne? Echt. Voll das Riesending. Not far. Even if I make a few stops, it won't take long. Also den nehmen wir mit. There's also a couple of smaller cranes here. In comparison to the Colossus, they look like its pups. Yes, I got it. They are big machines. Bigger than ours. Ist er vielleicht doch ein bisschen neidisch? Hey, das ist unser Wurfer. Wie geht das denn? Hätte man vielleicht gar nicht da lang laufen dürfen, oder? Also ich meine, das ist unser Wurfer wegen dem Ding hier in der Mitte, ne? Ganz klar. Ups, ups. Dem Rover macht das gar nichts, für Stock und Stein zu fahren hier. Wie auch immer er es anstellt, er kriegt's hin. Da hinten ist noch so ein Teil, alter Schwede. Hier ist wahrscheinlich wieder. Oh doch, jetzt komme ich rein. Okay, alles klar. Modules were placed nearby. The first one looks residential. Ich muss aber jetzt die Cut machen, glaube ich, ne? Ich bin echt wieder über der Zeit. Ich kann nicht aufhören. Machen wir das noch? Oder sparen wir uns das auf fürs nächste Mal? Ach komm, das machen wir noch, egal. Was spielt so eine Rolle? Was haben wir denn hier Feines? Ach, willst du mich verarschen? Wie funktioniert das? Wie mache ich was? Was muss ich machen? Ah, ich habe verloren. Komm schon. Komm schon. Verwenden. Ja. Hoch runter. Ich kann gewinnen. Oh nein, wie viele Punkte muss ich machen, dass es hier vorbei ist? Na komm, einmal gewinnen muss ich. Ob das möglich ist, gegen die KI zu gewinnen? Das war knapp. Kann ich gleich nicht mehr folgen. Kann nicht mehr folgen. Oh Gott. Oh shit. Oh shit, 36 ist meine Score. Oh guck mal, ich habe dafür ein Achievement bekommen. Das ist so ein Quatsch. Lol. Oh nein, ey. Okay, super. Das war noch ganz wichtig für dieses Let's Play. Das hier mal gemacht haben, müsst ihr auf jeden Fall auch spielen. Essentiell nötig für ein Achievement. Okay, alles klar. Ich mache hier Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge von The Invincible wieder. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.